Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren YouTube-Video von mir. Bei mir auf dem Kanal Richtige Wahl seht ihr immer die neuesten Vergleiche. Heute stelle ich euch die 7 besten E-Book-Reader mit Online-Funktionen vor und wie ihr es von mir gewohnt seid, erläutere ich euch immer die Vor- und Nachteile der einzelnen E-Book-Reader. Also seid gespannt. Jeder der E-Book-Reader ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ach ja, und bevor ich es vergesse, vergesst ihr nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Los geht's! Wer gerne Bücher liest, kennt bestimmt das Problem. Man kann nicht alle auf einmal mitnehmen und sie nehmen häufig viel Platz ein. Doch genau dafür gibt es E-Book-Reader. Sie können mehrere Bücher speichern und bieten ein realistisches Leseerlebnis. Häufig sind sie sehr kompakt und passen in fast jede Tasche, um sie auch für den Urlaub oder woanders hin mitzunehmen. Doch welche E-Book-Reader gibt es eigentlich und wie unterscheiden diese sich? Den Anfang macht der Fast UU E-Book Reader. Wer nach einem souveränen E-Book Reader sucht, findet womöglich mit dem Fast UU genau den passenden. Der Fast UU hat einen E-Ink-Bildschirm, welcher eine elektronische Tinte hat. Dies verbessert deutlich die Lesbarkeit und insgesamt reduziert dies auch den Stromverbrauch. Zudem hat der E-Ink-Bildschirm im Vergleich einen sehr kontraststarken Bildschirm, der ein tolles Bild erzeugt und so das Reflexionsvermögen auch sehr gut ist. Dadurch lässt es sich sehr angenehm lesen und die Augen schmerzen auch nach längerer Benutzung nicht. Der Bildschirm ist mit 6 Zoll zudem angenehm groß, um dort alles erkennen zu können. Weiterhin hat er schön kompakte Maße, sodass er leicht mit einer Hand zu bedienen kann. Doch nicht nur das klassische Lesen ist mit dem Fast unmöglich. Darüber hinaus können beispielsweise auch MP3-Dateien gespeichert werden. Außerdem besitzt der E-Book Reader Funktionen wie beispielsweise einen Kalender, Taschenrechner und eine Aufnahmefunktion. Unterstützt werden Micro-USB 2.0 und ein 3,5 mm Klinkenschnittstelle. Praktischerweise stehen Ihnen hier 29 Sprachen zur Auswahl. So können ihn natürlich viele Personen nutzen, aber man kann auch gut Sprachen lernen. Das nächste E-Book in unserem Test ist das Victory BK7019. Im Vergleich zum ersten E-Book-Reader unterscheidet er sich in erster Linie von der Größe. Hier haben wir eine Größe von 7 Zoll. Der Bildschirm hat als Besonderheit, dass er ultra hell und zudem sehr klar ist. Zudem ist das Gehäuse nur 11 mm dünn, was ihn praktisch in der Hand macht. Hinzu kommt, dass das Gehäuse sehr robust gebaut und dementsprechend langlebig ist. Das E-Book ist außerdem wasserdicht, bedeutet aber nicht, dass es im Wasser getaucht werden kann, sondern nur, dass Wasserspritzer kein Problem darstellen. Darüber hinaus reflektiert das Sonnenlicht nicht auf dem Display und blendet so. Daher eignet sich der Victory BK7019 sehr gut für Urlaube oder auch für zu Hause, wenn strahlender Sonnenschein vorhanden ist. Als Kern ist ein Hochgeschwindigkeits-ARM9 verbaut. Es ist zudem möglich, sich Vorschauen vom Buchkapitel anschauen zu lassen. Auch Bilder können sich in einem kleinen Bildausschnitt angezeigt werden. Dank des 2100 mAh großen Akkus kann man das Aufladen des E-Books mehrere Wochen benutzen. Praktischerweise hat der E-Book-Reader auch eine Lesezeichenfunktion verbaut. So kann man genau zu der Stelle springen, bei der man aufgehört hat zu lesen. Doch auch in Sachen Entertainment hat er einiges zu bieten. So gibt es zahlreiche Musik, Video, Foto und noch weitere Multimedia-Funktionen. Vorhanden ist auch ein Leseassistent, der automatisch die Farbe, Helligkeit und Schriftart bzw. Schriftgröße an die Umgebung anpasst. So wird auch eine Ermüdung fast ausgeschlossen. Ein weiterer solider E-Book-Reader ist der Pocketbook Touch HD 3. Hier kann vor allem der Touchbildschirm überzeugen, denn dieser ist reflektionsfrei und reguliert die Lichtfarbe und zugleich die Helligkeit. Auch eine Bluetooth-Schnittstelle ist vorhanden, um beispielsweise kabellose Kopfhörer zu verbinden und damit Hörbücher oder ähnliches zu hören. Dementsprechend ist er auch sehr praktisch, dass 17-gängige Bild- und Audioformate unterstützt werden. Dabei ist keine Konvertierung notwendig. Hinzu kommt, dass die Tasten frei kombinierbar werden können. So eignet sich der E-Book-Reader also hervorragend sowohl für Rechtshänder als auch für Linkshänder. Es gibt weiterhin einen Lagesensor, welcher ein bequemes Lesen im Querformat ermöglicht. Auch hier haben wir einen Spritzwasserschutz vorhanden. So kann der E-Book-Reader bedenkenlos auch in Wassernähe verwendet werden. Ein absoluter Klassiker unter den E-Book-Readern ist das Kindle Paperwhite. Es ist nicht nur dünn und leicht und kann dementsprechend gut mitgenommen werden für unterwegs, sondern man kann auch fast alle seine Lieblingsbücher auf das Kindle laden. Dafür sorgt der Speicherplatz von 16 GB. Das Display ist ein 300 ppi Display ohne irgendwelche Spiegeleffekte. So kann in jeden Lichtverhältnissen gut gelesen werden. Auch in Sachen Akkulaufzeit kann man sich freuen, denn meistens reicht eine einzige Ladung für mehrere Wochen Benutzung. Auch hier muss man sich wenig Sorgen über Wasser machen, denn es ist auch wassergeschützt.
Er ist IPX8 zertifiziert. So kann es theoretisch bis zu 60 Minuten in 1 bis 2 Meter tiefes Wasser überleben. Die Farbtemperatur des Displays lässt sich problemlos einstellen. Angefangen bei Weiß bis zu einem warmen Bernstein ist alles möglich. So lässt er sich gut personalisieren und muss nicht jedes Mal neu eingestellt werden. Wer nach einem eher größeren E-Book-Reader sucht, der könnte bei dem InkPad X von Pocketbook interessiert sein. Denn dies hat eine beeindruckende Bildschirmdiagonale von 10,3 Zoll. Das Display ist ein E-Ink Carta Mobius HD Display mit 227 dpi und einer Smart Light Funktion, welches neben der Helligkeit auch die Lichtfarbe reguliert. Hinzu kommt die Möglichkeit, mit Hilfe der Bluetooth-Schnittstelle kabellose Kopfhörer zu verbinden. So erhält man einen uneingeschränkten Hörbuch und Musik. Verbaut ist zudem ein kraftvoller Dual-Core-Prozessor, welcher einen Arbeitsspeicher von 1 GB hat. So wirkt das Umblättern von Seiten sehr flüssig und ruckelt überhaupt nicht. Auch hier wird eine Vielzahl an Buchformaten unterstützt. So langsam nähern wir uns dem Ende des Tests. Und so haben wir noch einmal einen echten Allrounder in Sachen E-Book-Reader vor der Brust. Mit dem Rakuten Kobo Clara HD E-Book kann man viele Dateiformate öffnen und anwenden. Ein kleines, aber eher wichtiges Feature ist die Möglichkeit, den E-Book-Reader auch ein- und ausschalten zu können. Das verlängert nicht nur die Akkulaufzeit, sondern schont den Akku auch zugleich. Als Bildschirmtechnologie fungiert hier E-Ink. Verbunden wird der E-Book-Reader per Micro-USB. Logischerweise wird dieser auch bedient über einen Touchscreen. Mit einem Speicherplatz von 8 GB lassen sich einige Dateien noch abspeichern. Auch eignet sich der E-Book-Reader für Leute, die nochmal vom Schlafengehen lesen, denn mit dem Comfort Light Pro Blaulichtreduzierung werden die Blautöne gefiltert und so für einen besseren Schlaf gesorgt. Es kann wochenlang mit nur einer einzigen Akkuladung geschaut werden. Den Abschluss unseres Tests macht das Tolino Epos 2. Hier haben wir es mit einem weiteren sehr soliden E-Book-Reader zu tun, der bereits einige Features vorhanden hat. Das 8 Zoll große Display löst schön scharf auf und so ist es ein richtiges Erlebnis, mit diesem E-Book-Reader Bücher zu lesen. Die Auflösung beträgt dabei 1440x1920 Pixel. Obwohl die Bildschirmdiagonale relativ groß ist, leidet die Pixeldichte nicht darunter und so wird einem eine Pixeldichte von 300 ppi geboten. Es gibt zahlreiche Querformat-Optionen, wodurch man sich den E-Book-Reader sehr gut individualisieren lassen kann. Auch in Sachen Helligkeit und Kontraststärke kann so einiges eingestellt werden. Durch die Funktion Smart Light lässt sich auch die Farbtemperatur anpassen. So kann je nach Umgebungsfaktoren das entsprechende Bildschirmsetup eingestellt werden. Hinzu kommt, dass es auch so die störenden Blaulichter herausgefiltert werden. Diese erschweren häufig das Einschlafen und so wäre es ohne die Funktion nicht so gut zu empfehlen, vor dem Schlafengehen den E-Book-Reader nochmal zu benutzen. Auch hier handelt es sich logischerweise um ein Touch-Display. Dieses hat zudem aber auch nicht klassischerweise einige Tasten, mit denen der Tolino Epos 2 E-Book-Reader bedient werden kann. Im Insgesamten fällt auch das Design des E-Book-Readers auf, denn dieses wurde sehr ergonomisch angepasst und so liegt der E-Book-Reader auch gut in der Hand. Hinzu kommt das geringe Gewicht, wodurch er sich sehr gut transportieren lässt. Das war es mit dem Test der 7 besten E-Book-Reader im Online-Funktion. Wenn ich euch überzeugen konnte, einen der E-Book-Reader zu kaufen, dann klickt gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und bin auf eure Kommentare gespannt. Schreibt doch gerne eure Meinung dazu hinein. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, aktiviert gerne die Glocke. Bis zum nächsten Mal!